not you. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's... Cristiano Ronaldo hat angekündigt, es wird eine besondere Nacht werden. Das Rückspiel von Juve gegen Atletico Madrid im Juventus Stadion. Juve in Schwarz und Weiß, Atletico in Blau, komfortable Führung, 2-0 das Hinspiel gewonnen. Aber Juve hatte viel vor. Bernardeschi, Ronaldo lässt den Worten Taten folgen. 1-0, 27. Minute, Champions League-Treffer 122. Erst sein zweiter in dieser Saison. Setzt sich da stark durch gegen Juan Fran und Oblak ist chancenlos. Juve spielte es dominant, Atletico versuchte zu verteidigen. Guter Freistoß von Leonardo Bernardeschi nach etwas mehr als einer halben Stunde. Diego Simeone, der wusste, das wird noch ein ganz schwieriger Weg werden hier gegen Juve. Und Juve setzte auch in Durchgang 2 sofort nach. Tempo enorm hoch und Cristiano Ronaldo trifft zum zweiten Mal. Der Ball war hinter der Torlinie. Jan Oblak zu spät dran und der Rückstand war aufgeholt. Hier nochmal zu sehen, knapp, aber der Ball hinter der Linie. Doppelpack Cristiano Ronaldo. Er schnürte einen Dreierpack im Mai 2017 im Halbfinale. Damals noch für Real eben gegen Atletico. Atletico fand den Durchgang 2 nicht statt. Kein Schuss aufs Tor. Ganz anders. Juve. Mehr Wille, höheres Temperament, viel mehr Engagement. Der eingewechselte Moyes Keane hätte Juve ins Viertelfinale schießen können in der regulären Spielzeit. Kam für den starken Mario Mandzukic. Aber die Partie war noch nicht vorbei. 84. Bernardeschi. Bernardeschi entwischt Correa, der trifft ihn minimal, das reicht aus. Schiedsrichter Björn Kolpers, der eine tolle Leistung zeigte, zeigte zu Recht auf den Punkt. Die Gelegenheit natürlich für Cristiano Ronaldo, Juve ins Viertelfinale zu schießen und diese Chance ließ er sich nicht nehmen. Dreierpack Ronaldo, große Worte geschwungen, aber auch große Taten folgen lassen. Es wurde die besondere Nacht für Juventus Turin. Juve schlägt Atletico 3-0, steht in der...
Mm-hmm.